Der Ortovox Traziro 18 ist der ideale Rucksack für kurze Alpinklettereien, ohne viel Schnickschnack, reduziert aufs Wesentliche. Also der Rucksack ist aus sehr robustem Material gemacht, das zu 88% aus recyceltem Anteil ist, was natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit einfach gut ist. Dann ist er PFC-frei, aber trotzdem stark wasserabweisend. Und er ist eben Teil der 100% klimaneutralen Kletterkollektion von Ortovox. Er ist, wie gesagt, super leicht. Man merkt ihn kaum auf dem Rücken. Mit 370 Gramm wiegt er kaum mehr als die Jacke, die ich jetzt anhabe. Er hat eine Lasche, die mit Silikon behaftet ist. Da kann man einfach das Kletterseil dran machen und es rutscht nicht durch die Silikonbeschichtung. Der Rucksack hat ein großes Hauptfach, das ist ein Toploader. Super praktisch, weil man nicht am Stand mit dem Reißverschluss rumtun muss. Also man kann einfach aufziehen, Sachen reinstopfen, Sachen rausholen. Es geht einfach schnell am Stand. Dann innen ist jetzt kein Fach mehr, aber wir haben außen noch ein Fach, wo man das Handy reinstecken kann oder ein Topo. Das ist einfach praktisch, weil man auch, wenn der Rucksack am Rücken ist, hinkommt. Der Rucksack hat auch einen Ausgang für einen Trinkschlauch, also ist kompatibel mit dem Trinksystem, was ja super praktisch ist beim Alpinklettern. Der Rücken ist zwar jetzt nicht super gepolstert, aber für das leichte Gewicht einfach ausreichend und ist echt angenehm zu tragen. Man hat da einen Brustgurt, den man verstellen kann. Und vom Volumen her, er hat 18 Liter und aktuell ist in dem Rucksack alles, was ich für eine Tagestour brauche. Also Verpflegung, eine zusätzliche Jacke, Erste-Hilfe-Set, Biwaksack, der Helm ist noch drinnen und das Seil kann man eben noch oben drüber spannen. Und wenn man dann den Klettergurt und die Echsen schon zum Zustieg anzieht, dann reichen 18 Liter auf alle Fälle aus. Wenn man jetzt eine längere Tour plant insgesamt, dann würde ich schon einen größeren Rucksack empfehlen.